Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Series M3. Before the First Encounter. Wir befinden uns immer noch hier in dieser, ja, Deluxe-Schlacht. Super, zwei... Oh. Okay. Mal gut, dass ich an dieser Stelle nicht mehr stand. Oh Mann, da ist auch noch einer. Sind da drei? Okay, Ninja-Attacke, das ist halt wichtiger. Okay. Ausweichmanöver. Jetzt habe ich natürlich keinen C4 mehr. Das ist natürlich schlecht. Vielleicht kriege ich den anderen aber auch so umgelegt. Au. Wow, 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 wow. Sachte, sachte. Oh shit. Hopp. Zack. Zack, man über. Zack, einer erwischt. Ja. Und noch einer weniger. Ernsthaft? Von wo kam das jetzt? Ja, ganz da hinten. Ist klar. So. Wow, 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 wow. So viel dazu. Ja. Wow, wow, wow. Muss der so eine Schussreihenfolge haben? Ist das echt notwendig? Kann ich auch. Union, wo läuft das hier Union? Oh, da sitzt so noch einer. Oh Mann, Mann, Mann. Hätte ich jetzt noch ein paar andere nützliche Waffen oder, naja, Lasermunition, dann wäre das natürlich auch ganz anderes. Ich frage mich sowieso, warum ich bis jetzt keine Lasermunition bekommen habe. Now this is what I call a gun. Na super. Yay! Ernsthaft? Granatenwerfer. Der Granatenwerfer hier ist übrigens echt gut gemacht. Hätte ich die Granaten an Tierchen sollen verschwinden, glaube ich, an den da. Ja, noch mehr Gegner mit Sprengangriffen konnte man nicht haben, ne? Wow, 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 warum hat der jetzt aber so eine Arme? Oh. Ja, mein lieber Herr Gesangsfall. Ernsthaft? Hoppala, speichern. Fertig gespeichert. Ihr seid echt einfach hier nur Idioten im Spiel. Jetzt bin ich auch nur mit MG beschossen oder was? Das ist natürlich immer so absolut herrlich. Man hat eigentlich keine Munition für die ganzen starken Waffen, die man hat. Mal gucken, ob man den überlebt. Vor allem, wenn hier einem direkt wieder drei Dutzend hier hinterherkommen. So. Ernsthaft, wo ist der denn? Ach, da. Ich weiß zwar nicht, wie der da hinkommt, aber naja. Details ignorieren wir einfach.
auf. Weil wegen schlechter Laune und so. Und... Munition. Immer Munition hauptsächlich für Waffen, die man gerade nicht braucht, außer Raketenmunition. Die nehme ich gerne an. Ich sage, das Balancing hier ist teilweise ein bisschen so... Hickhack. Für manche Waffen kriegt man nichts, für manche Waffen kriegt man anscheinend wenig. Und für eine Basic-Waffe, die eigentlich in jedem Series drin war, kriegt man gar nichts. Super, da oben sitzt er. Der natürlich auch noch Top-Tier-Aiming dahinten hat. Ich liebe das an diesem Spiel, ich liebe diese totale Bullshit-Scheiße, die er hier ständig abzieht. Ich soll jetzt halt stehen, damit ich nicht treffen kann. Ja. Die Firma dankt. Damit werden wir dann auch auf einmal von Raketen werfen. Ich hoffe mal, dass dann der Große jetzt der Letzte war. Ich würde gerade sagen, da ist irgendwo noch so ein Moppeken. Das ist dann immer so sehr schön, aber nachladen. Nun zu dir da oben, Scorpio. Der hat natürlich echt perfekt aiming die ganze Zeit. Oh, was denn jetzt noch? Dann kann der nicht mal mit konventionellen Gegnern Schluss sein. Wow. Es sind noch mehrere davon, habe ich den Eindruck gerade. Okay, macht nichts. Schießen ja schließlich nicht mit Raketen. Da ist gar keiner. Hier irgendwie gerade die Krise. Wo sind die denn? Ach, ist mir egal. Ich sammle jetzt erstmal kurz Vorräte ein und dann weiter geht's. Auf mehr lege ich gerade nicht Wert. Tut das restliche Spiel ja auch nicht. So, eingesammelt. Zack, zack. Warum sollte man mir auch schön Granaten und Raketenmunition geben? Den habe ich gesehen. Ah, das war sogar der letzte. Ruhe, endlich Ruhe. Ich will gar nicht wissen, wie viel schlimmer der Kampf gewesen wäre, wenn jetzt die ganze Zeit noch diese Kamikaze hier rumgerannt wären. Ah, das wäre noch viel schlimmer geworden. Echt wird. Man müsste eine Mod dafür einbauen. So eine No-Reload-Mod. Da kommt gar nicht wieder ran. Minigeheimnis. Munition für Minigun. Ja, da wäre schön, wenn ich eine Minigun hätte. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Knopf... Ja, mit dem Knopf braucht man dann noch einen Third Person. Ja,
Jetzt kommt mein Lieblingsteil. What the hell was that? Die nervigsten Gegner im Spiel. That was that. Die absolut nervigsten im Spiel. Ich möchte nicht. Können wir uns nicht einigen, dass das nicht der Fall sein wird? Nein, ich glaube, wir können uns nicht drauf einigen. Space Monkey! Doppelläufige FTW. Da war der falsche. Ja, aber das ist nämlich noch das Schöne an dem Spiel. Die verstecken sich dann nämlich so wunderbar. Ohne Kopf lebt sich nicht so. Just like Mom used to say, the only good space monkey is a dead space monkey. So. Weil wie wir ja alle wissen, das erste, woran ich denke, wenn ich Serious Sam höre, sind klaustrophobische Level mit Gegnern, die vor dir abhauen. Was war denn dann hier? Joho! Okay, dann an der Stelle werde ich den Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!